starten wir mal die Mission. Ich frage mich gerade, in welcher Mission man das erste Mal Dante dann steuert. Oder Dante. Auf. Und hier komme ich. Also ich habe was erhalten, vielleicht gucke ich es mir erstmal an. Schlüsselobjekte. Eine künstliche Seele, die durch Alchemie hergestellt wurde, haucht dem leblosen Leben ein. Das ist aber jetzt nicht, was ich. Nee. Ah! Das Ding. Und was mache ich mit dir? Ah, ich kann das jetzt bestimmt. Nee, kann ich nicht. Ja, und was machst du jetzt? Okay. Das machst du. Alles klar. Ach nein, die schon wieder. Oh, die hat den Gegner zersäbelt. Alter, was? Ah, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Der Sarg scheint eine Kreiselklinge herbeizurufen. Was? Komm mal mit. Komm mal mit. Ach, du musst hier runter. Okay. Gehst du mal die Treppe runter, bitte? Würdest du mal bitte... Alter. Okay, machen wir es anders. Willst du dich irgendwo runtergehen? Na endlich! So, der Sarg ist kaputt. Was jetzt? Siegel ist recht sonderbar. Die magische Kraft darin ist förmlich greifbar. Doch es gibt keine Hoffnung, sie kontrollieren zu können. Was?
Soll ich das Ding da draufstellen? Aber ich glaube, das Ding will nicht. Mache ich mit dem Ding? Will nicht. Okay, dann gehen wir da hoch. Ich glaube, Dante will nicht auch doch jetzt. Weiß nicht wieso, aber ich hätte gern ein Ruby-Spiel in Form von Devil May Cry als Gameplay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das würde gut zusammenpassen. Oder nicht? Das wäre so schön. Auf jeden Fall, weil man muss mal so sehen, die Kämpfe von Ruby, also in der Serie, die sind einfach stylisch genau auf dem Niveau hier. Da passieren auch die merkwürdigsten Sachen. Bin ich hier? Toll, wollte ich doch gar nicht hin. Warte mal. Ich suche noch diese eine komische Statue, die man irgendwo runterschmeißen musste und so. Wo ist die? Nee, da ist sie ganz sicher nicht. Ach, Dante. Ach, ich meine Nero. Nee, das waren die beiden Außentüren. Hier? Stimmt, ich bin hier irgendwo hochgegangen. Das muss hier sein. Okay. Ja, es war hier. Oh, dieses Spiel ist so stylisch geil. Oh, ich freue mich schon auf den fünften Teil. Genau hier wollte ich hin. Kann ich dieses Ding jetzt kontrollieren? Sie haben nicht die Kraft, diese rostige Statue zu zerstören. Nur was Eindruck hinterlässt, kann sie zerstören. Ich hinterlasse Eindruck. Komm ich da? Au! Au! Ah, jetzt weiß ich, was mich immer gestochen hat. Ich hab die Stachel nämlich nicht mehr im Kopf gehabt. Ich will aber... Nein! Der springt zu hoch! Wie soll ich denn da jetzt... Oder komme ich da anders hin?
Nein, so nicht. Oh, wie... Na komm schon. Nee, da sind Stacheln, aber hier nicht. Kannst du... Nein, nicht! Okay! Nee, das geht nicht. Was? Was müssen? Ach nö. Ach nö. Was sind das jetzt? Ach, das ist nicht euer Ernst. Wie komme ich da jetzt ran? Diese Siegel ist recht sonderbar. Die magische Kraft darin ist förmlich greifbar. Doch es gibt keine Hoffnung, sie kontrollieren zu können. Wer sagt das? Und was ist hier? Ist nichts. Die andere Seite wahrscheinlich, ja. Nur was Eindruck hinterlässt. Ja, aber dann muss ich zu Kreiselklingen kommen. Und wie komme ich zu den Kreiselklingen? Die hier hinter... Nee, hier hinter... Dahin... Ah, stimmt ja. Komm mal mit. Nein. Ich brauche wirklich vier solcher Dinger. Also noch zwei. Warte mal. Kann das Ding diese Gitter kaputt machen? Nö. Ich denke mal, die ist mit Ezio gerade ein bisschen beschäftigt. Hier werden keine Sklaven gehalten.
Ciao! So kann man sich auch den Weg freischaufeln. Gibt's auf der anderen Seite auch sowas? Warte mal, wie komme ich jetzt dahin? Deute ich das richtig? Nacht, Selina. Und ja, die Hände über die Bettdecke lassen. Warte mal, das ist dann diese Tür, ne? Es ist diese Tür. Wie der abgeht! Alter, der zersäbelt einfach nur. Ich glaube, ich habe damals auf normal gespielt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Upsa. Beschütze mich! Oh Gott! Kamera, please! Hier? Warum touch ich alles an in dem Spiel? Führen Sie 5-mal einen Buster in der Luft aus, ohne den Boden zu berühren. Nein! Nein! Auch wenn ich dafür was kriege, nein! Mir wird schwindelig, wenn ich zu lange in der Luft bleibe. So eine Aufgabe hätte ich niemals im Leben geschafft. Sesam, öffne dich! Ich höre schon wieder die Trolle lachen. Und gleich lachen die nicht mehr.
Denn jetzt kommt meine Rasierklingenattacke! Beyblade, auf geht's! Beyblade! So, ein neuer Special-Angriff gelernt. Beyblade. Alter, das Ding zersäbelt einfach. So. Stell dich auf den Podest. Komm. So, jetzt der andere noch. Die drei Statuen über den Platten glitzern herrlich. Es ist nur noch ein Platz frei. Ach nee, echt? Den wollte ich gerade holen. Da hat er sich verkrochen. Ich dachte, den hätte ich losgeschickt schon. So. Darüber. Weiter. Noch weiter. Noch ein Stück. Super. Und das war es nur für den grünen Orb, nicht Spaß. So, wo führt mich das jetzt hin? Liz und Selina, was macht ihr denn da? This blizzard must be these demons. Kommt her. So this is what you really look like. Und in Wahrheit war ich es. Boah, ist das Ding hässlich. Obwohl, ist ja kein Tentakelvieh. Okay, vielleicht wechsle ich doch auf auf normal. Weil ganz ehrlich, das ist noch nicht mal herausfordernd. Er hat mich gefressen. Glatzmatz, hässlich wie die Nacht.
Come on, it's just nasty. Wait, did he say brothers? That's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Sorry, pal. We're closed. Husalka-Leichnam, Teil des baumelnden Fühlers, den der Dämon Bale genutzt hat. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Hat sich doch geöffnet, oder irre ich mich, oder was hat sich geöffnet? Nee. Hier hat sich was geöffnet. So.